Hört ihr das auch? Dieses leichte metallische Rasseln. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Hört mal zu. Jetzt hier. Bitte? Irgendwas summt bei dir. Bei mir summt? Ja, hier vorne die Umlenkrolle. Diese Daniel-Wunderkonstruktion. Ja, das gehört zu den Merkmalen des M9, diese riesige vordere Umlenkrolle, gezahnt, die macht eben dieses Geräusch. Aber darüber wollen wir gar nicht sprechen. Dies ist heute ein Video, da geht es eigentlich nur um ein kleines Stück aus dieser Fahrt. Aber weil man ja nicht nur dieses ganz kleine Stück zeigen kann, zeige ich euch auch, wie es losgeht. Wir sind in Hennef losgefahren und müssen uns als erstes mal den aus dem Siegtal heraus auf die Höhen arbeiten Richtung Heisterschoss. Und dort wollen wir dann eine Runde durchs Bergische Land drehen und zum Schluss runter an die Sieg und wieder rauf in Richtung Westerwald. Ja, so sieht das auf der Karte aus. Insgesamt 150 Kilometer. Und der eigentliche Abschnitt, den ich euch zeigen möchte, ist was ich Vierbucher Mühle nenne. Das ist der Weg, der herunter von der Höhe hinunter zum Siegtal über die Vierbucher Mühle führt. In diesem Höhenprofil ist das diese große Zacke da. Die Abfahrt von dieser oberen Zacke hinunter. Aber in Zweien klettern wir noch, sodass ich euch noch ein bisschen erzählen kann. Wir fahren sehr gern auch die Flusstäler hier, aber das Bröltal hoch ist relativ viel Verkehr, fährt sich nicht so angenehm. Hinter Bröleck, wenn man abzweigen kann in ein kleineres Seitental, geht es etwas besser. Aber uns gefällt der Aufstieg über die Höhen und dann die Fahrt über die Höhen besser. Es gibt im Bergischen Land nicht so viele Strecken, die über die Höhen laufen. Oft ist man dabei, aus einem engen Tal herauszuklettern oder in ein sehr enges, tiefes Tal steil hinunterzufahren. Ist man dann oben, geht es auch häufig sehr viel zügiger weiter, wie ihr gleich sehen werdet. Ja, auf diesen Passagen, die schnell laufen, muss ich das Hintergrundgeräusch auf 40% runternehmen. Sonst könnte man mich überhaupt nicht mehr verstehen. Und es ist auch relativ laut. Es ist auch im Velomobil relativ laut, wenn der Wind so pfeift. Aber es fährt sich eben sehr schön. Und deswegen zeige ich euch hier mal ein kleines Stück der Strecke. Wenn man einmal Papaschoss hinter sich gelassen hat und auf der Höhe fahren kann. Gleichzeitig hat man einen sehr schönen Blick über die Gegend rundum. Man sieht etliche der anderen Höhenzüge. Nur die tiefen Täler sieht man nicht, denn die sind von hier oben nicht zu erkennen. Man kann an den verstärkten Kopfbewegungen sehen, dass es zwischendurch kleine Anstiege gibt, wo man ein bisschen drücken muss. Aber dann ist man wieder oben und kann wieder laufen lassen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt hier diesen kleinen Ort durchquert hat. Und hier geht es wieder weiter mit einer leichten Abwärtstendenz. Es ist eine Freude, hier zu fahren. Und wie immer ist der Verkehr relativ leicht während des Tages, außerhalb der Berufsverkehrszeiten, nicht viel los und deswegen extra angenehm. Dies hier ist im Übrigen Wolperat, ein Ort, der in der Popszene einen sehr guten Klang hat, weil hier eines der legendären Studios in den 60er, 70er Jahren
sein Zuhause hatte. So, Sprung. Wir haben die Höhlen verlassen und sind auch auf der Straße, von der Straße nach Seelscheid wieder abgebogen in ein kleines Seitental. Benutzen dieses, um uns ganz allmählich in wirklich homöopathischen Dosen hochzuarbeiten auf dem Weg Richtung Much und von da aus dann Richtung Waldbröl. Tolle Sträßchen, es geht immer leicht bergauf, aber so, dass man häufig doch noch mit 25, 30, teilweise sogar über 30 Stundenkilometern fahren kann. Und die Gegend ist fantastisch, schön fürs Auge, sehr grün, eine Landschaft, ein Tal, das mal weiter ist, so wie hier im Moment, mal sehr eng ist, immer von Wald umstanden zu beiden Seiten und in der Mitte natürlich immer ein kleines Bächlein oder Flüsschen und ein paar Wiesen. Hier irgendwo bei Marienfeld, nee, auf dem Weg nach Marienfeld, Entschuldigung, hinter Much, halten wir kurz an für den Biostopp, kleine Essenspause, erzählen uns ein bisschen was und dann geht's weiter. Man musste aus Much wieder raufklettern und das Ende des Anstieges, das ist hier. Und bevor wir dann wieder runterrauschen, halten wir nochmal kurz an. Andere Kassetten haben dann 17er. Ja, aber da hast du 17,21, das ist nochmal größer. Ja, das sind so unsere kleinen Technikgespräche hier. Es geht aber jetzt gleich weiter. Ja, hier die angesprochene kleine Abfahrt Richtung Marienfeld. Beim letzten Mal haben wir beide, der vor mir fahrende und ich, haben den Abzweig nach Marienfeld verpasst. Aber das haben wir uns vorgenommen, wird diesmal nicht wieder passieren. Zumal es eine eigene Abbiegespur gibt, hier im Bilde. Also hier geht's ab nach Marienfeld. Letztes Mal sind wir einfach weiter gedonnert, weil es gerade so gut lief. Und diesmal sind wir schlauer, nehmen den Abzweig und auch die anschließende Steigung hoch durch Marienfeld unter die Räder. Ja, ein weiterer Sprung. Die Gegend wäre auch noch schön gewesen, um sich zu zeigen, nur das soll ja nicht zu lang werden. Hier sind wir bereits wieder auf dem Weg raus aus Waldbröl. Es gibt in Waldbröl dann nochmal eine ordentliche Steigung. Ihr seht, wir sind hier schon auf über 300 Meter und ich glaube, wir müssen nochmal so 70 Meter in die Höhe. Bevor wir dann oben auf wieder so eine dieser Panoramastraßen kommen, von wo aus man einen wunderbaren Blick über die Landschaft hat. Wir fahren dort auch schon mal in andere Richtungen über diese Straße, aber heute benutzen wir sie nur ein kleines Stück, um dann abzubiegen auf das nahezu autofreie Sträßchen zur Vierbucher Mühle und weiter hinunter an die Sieg. Ja, und hier die angesprochene Panoramastraße, für die wir heute keine Augen haben, denn die beiden vor mir müssen genau aufpassen, wo es diesen kleinen Abzweig gibt, der uns hinunter Richtung Vierbucher Mühle führt. Es gibt eigentlich zwei Abzweige, das heißt, wir hätten auch noch die nächstfolgende nehmen können, aber unser Trackmaster wollte die erste nehmen, aber wusste nicht genau, wo ist sie denn und muss dann doch relativ kurzfristig abstoppen. Man merkt hier schon, es wird schon ein bisschen langsamer. Die beiden gucken, wo es abgeht. Und da ist es. Da kommt die Stelle. Hier verlassen wir die große Straße und biegen ab hinein in ein Ministräßchen, fast Privatsträßchen. Führt nur zu ein paar Häusern da hinunter und dann nur noch durch den Wald. Ja, man muss hier aufpassen, man darf nicht zu schnell werden, denn da vorne die nächste Kurve ist schon wieder spitzwinklig und muss deswegen mit unseren Wendekreisen mit gewisser Bedacht angefahren werden. Also, da kommt sie schon. Links herum jetzt gleich.
wenn man da nicht aufpasst, kann man sich auch schon mal in die Hacken fahren. Machen wir aber nicht heute, natürlich nicht. So. Ja, die beiden vorne, die lachen und verständigen sich darüber, dass sie fast den Abzweig verpasst hätten, dass der zuerst Fahrende eine ziemlich scharfe Bremse hinlegen musste. So, jetzt fahre ich mal wieder vor, dann habe ich nämlich einen vor mir und einen hinter mir, sodass ich mit der Kamera auch schon mal zurückblicken kann. Seht ihr? Das sind ja auch schöne Bilder, wenn man sieht, wie ein Velomobil hinter einem herfährt. Diese Straße ist jedenfalls ein Gedicht. Finde ich ganz toll. Man kann sie natürlich auch sehr schön in die andere Richtung fahren, weil die Steigung dann relativ sanft ist. Auf unserem Höhenprofil sieht sie immer sehr markant aus, weil das ist ja Höhe und Zeit, die da korreliert werden. Und wir fahren sehr schnell runter. Ja, da hat der Thomas hat das richtig gesehen. Wir kamen von rechts, wir hatten also Vorfahrt. Aber ich war einen Moment irritiert, habe deswegen angehalten, weil man weiß nie, ob diese Autofahrer, die da jeden Tag herfahren und wir kommen da nur alle paar Monate mal durch, nicht der Meinung sind, dass wer da wohnt, schon mal per se Vorfahrt hat. Nee, der Bier kam ja von rechts. Ich habe erst gedacht, der hat Vorfahrt. Hat er ja gar nicht. Genau, der hatte keine Vorfahrt. Aber jetzt haben wir das abgehakt. Jetzt geht's auf den nächsten Abschnitt. Diesmal wieder so eine kleine Siedlung. Und das ist auch der einzige Verkehr. Außer zur Vierbucher Mühle fährt man hier eigentlich nur hin, wenn man zu diesen paar Häusern hier will, hin oder weg will. Und insofern, ich glaube, es wird uns hier auf der ganzen Strecke neben dem einen PKW, den wir gerade gesehen haben, nur noch ein weiterer entgegenkommen. Und das ist es. Also das ist dann wirklich sehr, sehr verkehrsarm. Aber tolle Strecke, wunderschön, wunderschönes Tal. Das kann die Kamera gar nicht so schön wiedergeben, wie es in Wirklichkeit ist. Besonders wenn man weiß, wie viel auf den großen anderen Straßen, die ins Siegtal hinunterführen, jeweils los ist. Hinzu kommt natürlich eins, dass man im Zusehen, ach, das zweite Auto, im Zusehen schon bemerkt, die Straße ist auch gut. Der Belag ist toll. Üblicherweise würde man auf diesen kleinen, kaum befahrenen Straßen eine Mischung von Flickenstücken aus den letzten 3 Jahrzehnten erwarten, mit ungleichmäßigen Kanten und eine üble Schaukelei und mit ständiger Notwendigkeit wieder runter zu bremsen, weil es das Velomobil hin und her wirft. Nicht so hier. Hier gleitet man über, ja nicht perfekten, aber fast perfekten Asphalt. Vielleicht nicht von der allerglattesten Sorte, aber immerhin viel glatter als manches raue Zeug, das man auf Wirtschaftswegen üblicherweise antrifft. Wir nähern uns bei diesen Holzstapeln nun der Vierbucher Mühle. Das ist heute so eine Art Angler-Eldorado. Es gibt eine Reihe von Fischteichen und da wird offenbar vereinsmäßig mit Hingabe geangelt. Hier ist dieser größte der Seen und man sieht, da sind einige PKWs geparkt und da sind einige Angler im Gange. Es gibt dann natürlich auch ein Restaurant und ich glaube sogar einen Gasthof. Und wir gehen jetzt auf das zweite Stück. Auch hier, auch dieser Teil, auch hinter der Vierbucher Mühle, ist der Belag wunderbar. Er ist fast noch besser als zuvor.
weil ich glaube, diese Strecke erst vor 2 Jahren oder so, vielleicht 3 Jahren, neu gemacht worden ist. Davor war sie wahrscheinlich so, ich kenne sie davor nicht, wahrscheinlich so, wie ich sie eben beschrieben habe, nämlich vielfach geflickt und bucklig, aber jetzt ist sie einfach ein Traum. Aus der Dauer und der Ausführlichkeit meiner Kommentierung kann man schon sehen, dass ich diese Abfahrt hoch von der Höhe runter ins Siegtal euch ungeschnitten zeige. Da ist also nichts rausgenommen, nichts geschönt. Dies läuft die ganze Zeit so und wenn ihr auf meinen Kopf achtet, werdet ihr sehen, ich trete praktisch überhaupt nicht. Seitdem wir da durch die kleine Siedlung durch sind, muss ich die Pedale überhaupt nicht bewegen. Gut, vielleicht zwischendurch jetzt hier an dieser Stelle mal 2, 3 Umdrehungen, aber das ist alles. Na, das sieht man ja sehr leicht an diesen leichten Kopfbewegungen, wenn der Fahrer tritt, aber meistens tritt er eben nicht. Und ihr müsst das also jetzt bis zum bitteren Ende euch angucken. Ich bin jetzt mal ruhig und lasse euch den Rest dieser Fahrt ohne weiteres Gequassel genießen. Ein kleiner Abzweig, 2 Wanderer hier vorne, die uns anstarren, als wären wir wahnsinnig geworden. Da kommen da so 3 Zäpfchen vorbeigeschossen, während sie da in diesem lauschigen Tal wandern. Aber so ist das nun mal hier. Hier tritt man manchmal schon deswegen mit, damit die Beine nicht ganz einrosten auf dieser Fahrt und am Ende man hinterher steif in den Gliedmaßen ist, wenn es wieder auf die normale Strecke geht. Gut, jetzt fängt es leicht an zu regnen, aber wir sind ja im Sommer, das macht ja nichts. Das bisschen stört uns nicht.
kommt hinterher noch ein bisschen dicker, das zeige ich euch noch mal kurz, aber wenn es soweit ist. Aber dies ist nicht weiter schlimm. Jetzt schon ungefähr 200 Höhenmeter abgebaut, kommt noch ein bisschen, also man fragt sich, muss das nicht mal bald zu Ende sein? Nein, nein, das läuft einfach und läuft, und diese stille kleine Straße in diesem wunderbaren kleinen Seitental geht einfach immer weiter. Gut, alles hat mal ein Ende, und diese Straße jetzt gleich auch. Wir haben das Siegtal erreicht. Nee, das ist auch die Zeit. Ne? Kaum kommen wir in dein Siegtal, Alex, dann reden wir hier. Ja, ja, das ist von Erwin. Ja. Ja. Tja, bei ihm regnet es nicht, sagt er, weil er da ziemlich weiter unten an der Sieg oben auf der Höhe wohnt. Nur als wir dann später auf seine Höhe fahren wollten, das guckt euch gleich mal an, was wir dann hatten. Dagegen ist dieses Jahr Trockenheit. Ein bisschen fahren im Siegtal zeige ich euch noch. Siegtal ist auch sehr schön, wunderschön sogar, aber es ist natürlich längst nicht so lauschig und so klein und so beschaulich wie das Tal, was wir gerade hinter uns gelassen haben. Natürlich, ihr seht es, die Straße ist größer. Die Topografie ist ziemlich ähnlich, nur dass es alles ein bisschen weiter ist als in dem Tal der Vierbucher Mühle. Ich zeige euch mal nicht so viel von der Sieg, aber einen kleinen Ausschnitt hier. Eins der Ortschaften, eine der Ortschaften, die wir hier durchkommen, dieses Herrchen. Eigentlich ganz typischer kleiner Ort, wie man ihn hier häufig findet. Wenn das Tal etwas weiter wird, gibt es oft so eine Ortschaft. Im Wesentlichen besteht sie aus dieser Straße mit ein paar Seitenstraßen, aber das ist es schon. Und ich zeige auch das ungeschnitten, damit ihr seht, welche Ausdehnung dieser Ort hat. Da vorne ist die Kirche. Wenn wir da sind, sind wir im Zentrum. Und dann dauert es nicht ganz so lange wie bis zur Kirche, um wieder zum Ortsrand auf der anderen Seite von Herrchen zu gelangen. Ja, dauert nicht mehr lang. Und hier sind schon die letzten Häuser von Herrchen. Zack, und schon sind wir draußen. Der Ort.
Fahrt ist zu Ende. Ich hatte es schon angekündigt, hier in Eitorf, wo wir aus dem Siegtal wieder hinaus auf die Höhen des Westerwaldes klettern müssen, hier regnet es richtig und wir werden auch richtig nass. Aber wie ihr sofort sehen werdet, sobald wir oben auf der Höhe sind, ist alles wieder vorbei, Wetter wieder schön. So, da sieht man das. Da hinten rechts in der Ferne schon das Siebengebirge zu sehen. Wir fahren jetzt über Königswinter, Ittenbach zur Margaretenhöhe. Ja, und dort eben wieder runter ins Rheintal. Und das zeige ich euch auch mal ungeschnitten, damit ihr den Unterschied seht. Hier kommen wir nun von der Höhe, das Tal, die Hauptstrecke, glaube ich. Dies ist, glaube ich, die am stärksten befahrene Strecke oder der am stärksten befahrene Aufstieg ins Siebengebirge oder die Überquerung des Siebengebirges, könnte man auch sagen. Vom Rheintal hoch nach Ittenbach und zum Anschluss auf die A3 Richtung Frankfurt. Ganz anders als die kleine Straße bei Vierbucher Mühle, aber eben auch nicht schlecht. Aber wie ihr seht, dauert es nicht einen Bruchteil so lange, hier hinunter ins Rheintal zu gelangen, wie wir da oben von den Höhen ins Siegtal gebraucht haben. An mir gefällt die Straße auch, muss ich schon sagen. Hoch möchte ich sie nie fahren, aber runter ist sie gut, insbesondere seitdem auch hier die Fahrbahndecke erneuert wurde und sie nicht mehr diese tückischen Schlaglöcher oder überteerten Schlaglöcher in den Kurven hat, wie sie das früher hatte. Und es war kein Spaß, darunter zu fahren. Aber heute geht es. Schön angenehme Kurven, die man fast ungebremst nehmen kann. Ein bisschen muss man immer schon mal rausnehmen, aber ansonsten kann man hier so durchrollen. Gleich erreicht man die Einfahrt hoch zum Petersberg. Die liegt jetzt gleich hier auf der rechten Seite. Nee, noch nicht ganz. Aber da. Da war sie jetzt links gerade zu sehen. Und ein Stückchen weiter runter kommt dann auf der linken Seite der Abzweig hoch zum Drachenfels. Und danach wird das Tempo schon deutlich reduziert, weil da mehr Verkehr ist, da ist ein Parkplatz, Einfahrten. Und dann die Autobahnausfahrt. So, hier nun gleich hinter dieser Kurve wartet der Abzweig nach links hoch zum Drachenfels. Genau hier. Ja. So, jetzt ein bisschen abbremsen, auf etwa 50 km/h runtergehen, denn da vorne steht noch eine Blitzer. Hier. Und da kommt auch schon die Autobahnzufahrt hier. Und der Rest hinunter ins Tal. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ich wollte diese Vierbucher Mühle Abfahrt einpacken in ein bisschen Rahmenhandlung einer Runde, einer 150 Kilometer Runde durch die Flusstäler und durch das Bergische Land mit einem Mini-Abstecher in den Westerwald hinein, denn da oben bei Buchholz, das ist der Anfang des Westerwaldes.
Wir sprechen noch über die Bremsen, die müssen einiges mitmachen, obwohl hier hielt es sich in Grenzen. Ich glaube, dass in der Tat auf langen Passabfahrten die Bremsen sehr viel mehr gefordert sind als hier jetzt in dieser Abfahrt der Fall war. Wer jetzt noch mal hier sich wundert über den Höhenmesser, der spinnt irgendwie, ich weiß gar nicht, was der macht. Wir kommen am Ende da unten bei vielleicht 60 Metern aus. Und nicht das, was der zählt ja hier wie Sekunden herunter. Manchmal verstehe ich diese Verb 360 nicht und die Daten, die sie aufzeichnet, aber was soll's.